Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu meinem allerersten Aufgebraucht-Video. Ich habe ein bisschen was gesammelt und zwar ist eine ganze Tüte voll. Eine ganze volle DM-Tüte voller Schätzchen. Es wird wahrscheinlich etwas längeres Video, also setzt euch gemütlich hin. Meine Aufgebraucht-Tüte habe ich nicht vorher sortiert, das heißt, es sind auch Haushaltsprodukte dabei, aber auch Pflege- und Beautyartikel. Ich greife von oben rein und finde einen Vanille Weichspüler. Der ist echt gut und ich finde den Duft einfach himmlisch. Ein weiteres Haushaltsprodukt sind die Duo Active Cups von Denkmit. Ich finde die klasse für die Wäscheleistung, aber ich finde den Duft nicht so. Ein weiteres Haushaltsprodukt kaufe ich immer wieder nach. Das sind die Denkmit feuchte Allzwecktücher mit Granatapfelduft. Für zwischendurch einfach eine gute Lösung, um mal drüber zu wischen, kaufe ich immer wieder nach. Ein Pflege-Beauty-Produkt, was ich immer wieder nachkaufe und das ist eigentlich auch überall erhältlich, ist das HIP Waschgel. Sensitive für Haut und Haar, keine Träne. Ich benutze das überwiegend, um mich abzuschminken, unter der Dusche oder auch abends, weil ich wasche mein Gesicht immer mit Wasser und so einem Produkt. Das Tolle an diesem Produkt ist eben, dass es sehr, sehr mild ist. Es reizt die Augen nicht, man hat keine Tränen davon. Es reizt das Gesicht auch nicht, weil es so mild ist. Es ist auch optimal, um den Beauty Blender zu waschen, das mache ich auch, und ebenfalls zu finden. Also es ist ein Allrounder-Talent und ich liebe, liebe, liebe es. Ich würde es ja immer wieder nachkaufen. Gebraucht habe ich auch gefühlte 1000 Wattepads, das sind die von Ebelin, kennt jeder, mag jeder, 50 Maxi-Pads, ich hole mir immer die großen und habe bisher auch noch keinen Ersatz gefunden, was besser sein sollte. Die sind fluffig, die sind groß, die haben die perfekte Form fürs Gesicht, die sind perfekt. Außerdem aufgebraucht habe ich das 3 Wettertaft Haarspray. Ich finde das okay, es hatte einen guten Halt gehabt, also hier steht eben Ultra Stark 4. Der Duft war super, ich mag die 3 Wettertaft Haarsprays eigentlich alle. Das Design war ja mega süß, so in Rose Gold. Würde ich mir nachkaufen. Ein Haushaltsprodukt wieder mal, wenn die Badewanne mit Haaren zugestopft ist und das Wasser nicht mehr richtig abläuft, benutze ich immer das von Orax. Ich dann immer ein bisschen was rein. Mit heißem Wasser durchspülen lassen und dann sind die Haare auch weg, haben sich aufgelöst, das Wasser fließt wieder durch und ich habe ich mir immer wieder nach, wenn ich Probleme habe, habe ich immer daran. Ein weiteres Haushaltsprodukt ist das von Sacrotan. Es ist ein Badreiniger, es entfernt 99,9% der Bakterien unter stark gegen Kalt und Schmutz. Ich mag aber den Geruch nicht. Es ist so ein ganz, es ist kein hygienischer Geruch, sondern eher so ein chemischer, abartiger Geruch. Ich mag es überhaupt nicht, da benutze ich lieber andere Produkte, die ebenfalls die gleiche Wirkung haben. Beziehungsweise es gibt noch eine andere Duftrichtung von Sacrotan. Das ist dann schon eher mein Fall, aber da mag ich den Geruch nicht. Weil dann riecht auch das ganze Badezimmer und die Toilette dann eben nach diesem Geruch, nach diesem bissigen chemischen Geruch. Ich mag es gar nicht. Außerdem aufgebraucht habe ich Rasierklingen von Wilkinson. Ich finde die mega gut dafür, dass es Einwegrasierer sind. Sie haben 3 Klingen und eben so ein Aloe-Jojoba-Öl-Strich, was die Haut dann eben nach dem Rasieren nochmal pflegt. Ich finde die klasse, 4 plus 2. Kaufe ich immer wieder nach. Das sind die Extreme 3 Beauty. Kann ich nur empfehlen. Ich finde die super für Einwegrasierer. 3 Wettersaft Haarspray. In der Ultra-Stark-Richtung für feines Haar in der Nummer 4. Ist ein Haarlack und kaufe ich immer wieder nach. Ich liebe das Grüne vor allen Dingen und immer wenn es im Angebot ist, haue ich da auch mal zu. Für die Badewanne, wenn für Stopfungen wieder mit Haaren, Drano-Gel ist genauso gut. Also kann ich auch nur empfehlen, das oder das andere. Hatte ich bisher keine Probleme, ich benutze auch immer nur das Flüssige. Außerdem benutzt und aufgebraucht habe ich eine Gesichtsmaske, eine Tuch,
macht Wurbe. Eine Tuchmaske von Garnier Skin Active. Die Hydra Bomb, die kennt man ja. Das ist jetzt die Lavendelrichtung gewesen. Für müde Haut, super einfach anzuwenden für jede Gesichtsform. Die sind so schön durchtränkt mit Flüssigkeit. Spendet intensiv Feuchtigkeit, milder Zeichen der Müdigkeit, entspannt die Haut und das siehst du sofort nach der ersten Anwendung. Das ist so super, 15 Minuten einwirken, der Duft ist super, die sind so durchfeuchtet, da ist sogar noch Flüssigkeit, obwohl ich die da schon eine Weile drin liegen habe. Das ist so durchtränkt, ich finde die super klasse. Kennt man ja, kennt ihr alle, denke ich mal, hat jeder schon benutzt. Würde ich immer wieder nachkaufen, sind etwas teurer, aber super klasse. Ein weiteres Haushaltsprodukt sind die Lenore Unstoppables Perlen. Ich finde die super klasse, kaufe ich immer wieder nach, immer mal eine andere Farbe. Das ist jetzt diese beige, goldene Variante. Ich finde diesen Duft ja super klasse. Oh. Ich liebe es, wenn es in der ganzen Wohnung nach diesem Duft riecht. Abgesehen jetzt vom Waschmittel, aber wenn du das noch dazu gibst, dann riecht der ganze Wäscheschrank danach, die Bettwäsche riecht danach und der ganze Schrank riecht danach und die ganze Wohnung und die Decken und Hammer. Kann ich nur empfehlen. Ich weiß, es soll nicht so gut sein für die Umwelt, aber ich kann darauf nicht verzichten, weil ich liebe einfach frisch gewaschene, duftende Wäsche. Method Seife, die habe ich beim DM geholt mit Pink Grapefruit. Und zwar ist es eine Pink Grapefruit. Es ist eine pflanzenbasierende Handseife. Pflanzenbasierend. Die Verpackung spricht einen sehr an. Pflanzenbasierend sowieso. Dann denkt man tut sich immer was Gutes mit pflanzenbasierenden Wirkstoffen auf der Haut. Ich fand aber die Reinigungswirkung nicht besonders gut. Es hat nicht so doll geschäumt. Und der Geruch hat mich jetzt auch nicht so überzeugt. Würde ich nicht mal nachkaufen, war auch etwas teurer. Gibt es aber andere Handseifen, die einfach viel, viel besser sind. Muss ich nicht mal. Aufgebraucht habe ich meine Lieblingshaarmasken. Und abgesehen davon auch meine Lieblingshaarreihe. Ich liebe die wahren Schätze von Garnier. Die spenden eine Feuchtigkeit, die machen die Haare so, so gesund. Ich liebe die Shampoos davon, habe ich in meinem Bad aktuell auch stehen. Hole ich mir immer wieder nach die Haarmasken. Das ist die Sankt Hafermilch. Und das ist Ahornbalsam. Ahornbalsam. Super toll, ich liebe die Düfte. Und das macht die Haare so schön weich. Butterzart und pflegt sie einfach. Aktuell in Gebrauch Neutrogena Hydro Boost Aqua Gel für normale und Mischhaut. Ich liebe ja die Neutrogena Reihe, ich liebe diese Abschminktücher davon, weil die so durchtränkt sind, die sind so nass, die pflegen die Haut so und ich liebe diesen Neutrogena Duft. Ich weiß nicht, was das ist, dieses Aquatische vielleicht, aber das riecht so gut. Also es ist zart. Es ist nicht penetrant, aber es riecht einfach geil. Spendet 24 Stunden intensive Feuchtigkeit für glatte, spürbar, geschmeidige und erfrischte Haut. Und das stimmt wirklich. Die Haut ist danach mega, mega weich. Es klebt nichts. Und ich liebe es und es benutze ich als Grundlage für mein Make-up. In der Früh, zu meiner Früh-Schminkroutine. Es ist ölfrei, verstopft die Poren nicht. Man hat keine Pickelchen davon und ich vertrage sowieso nicht jede Creme. Ich vertrage keine ölhaltigen Cremes, nicht mit Lichtschutzfaktor und die Creme ist perfekt. Außerdem aufgebraucht habe ich die L'Oreal Hydra Genius Aloe Water. Für sensible Haut, mega geiles Produkt, trage ich mir immer morgens auf, toll als Make-up-Grundlage, spendet Feuchtigkeit, ich habe nämlich so sensible trockene Haut, aber auch neige auch zu Mischhaut. Die Nase fettet sehr nach. Ich kriege immer Pickelchen von ölhaltigen und lichtschutzfaktorhaltigen Produkten. Die vertrage ich super gut, auch abends aufs gereinigte Gesicht auftragen, in die Haut einmassieren. Man hat eine schöne, weiche, pralle Haut und das sieht mega gut aus. Ich liebe es,
kann es jedem nur empfehlen und ich werde es mir immer wieder nachkaufen. Hammerprodukt. Noch eine Maske habe ich benutzt, das ist von der Balea Eigenmarke Limited Edition Tuchmaske No Drama Llama, spendet erfrischende Feuchtigkeit, entspannt für jede Haut. Die Form war okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, manchmal passen mir die Augen nicht, dann sind die Augenaussparungen so klein, da muss ich mir ein bisschen einschneiden hier an der Seite, damit ich mir das ordentlich hintragen kann. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es bei der Maske auch so war, aber das ist ja kein Nachteil. Nach 10 Minuten wirst du mit einem wunderbar erfrischten, geschmeidigten Hautgefühl belohnt und kannst mit neuer Energie durchstarten. Der Duft war super. Ich habe davon auch das Duschgel gekauft. Das hat so ein bisschen zimtlich, weihnachtlich gerochen. Das war bei der Maske eben nicht so. Also der Duft war da nicht so, Gott sei Dank. Weil den Geruch möchte ich zwar beim Duschen haben, das ist ja okay, aber nicht auf mein Gesicht. Bin ich penetrant, diese 10 Minuten lang, diesen Duft. Der war ganz erfrischend, hat einen erfrischenden Eindruck hinterlassen. Ist eh eine Limited Edition gewesen, fand ich jetzt nicht so geil, dass ich es im Backup brauche, aber war okay. Ein Parfüm, was ich gerade in Verwendung habe, das ist so ein, habe ich vom DM, Yuppie Lovely Parfüm Glam. Die Verpackung war ja süß, ne? So ein hübsches Mädchen drauf. Mit voll dem süßen Oberteil. Ich brauche mal hin und wieder ein günstiges Parfüm, was ich mir dann so tagsüber für die Arbeit drauf sprühe. Oder auch einfach mal abends, wenn ich mal aus der Dusche komme, so ein frisches Gefühl haben möchte, stelle ich mir immer, hole ich mein günstiges. Hat jetzt, glaube ich, 5 Euro gekostet oder sowas in dem Dreh. Der Duft ist ganz okay, frisches Gefühl, ein bisschen süßlicher. Kann ich empfehlen für junge Mädchen. Super. Ja, da sind sie. Isana Wattepads, bin ich nicht gerade zum DM gekommen, habe sie mir jetzt von Isana, vom Rossmann geholt. 40 Maxi Wattepads aus 100% Baumwolle, weich und fusselfrei. Die waren okay. Es sind halt Wattepads, aber die von DM, Balea, die sind sowieso die leisten. Aber trotzdem okay, kann ich empfehlen. Wenn wir schon dabei sind, nochmal Ebelin Wattepads mit dem Faultier drauf. Voll süß. Shampoo hatte ich von Schwarzkopf BC Bonacure Hair Therapy Oil Miracle Light Oil Shampoo für feines Haar und weiß ich. Hatte ich in der Box drin, habe ich benutzt. Kann ich nicht viel dazu sagen. Es ist das sind 30 ml, also ein Probepäckchen, eine Probegröße. Der Duft war super. Ja, das kriegt man halt nicht im Geschäft, sondern beim Friseur, also Friseurbedarf. Er hat, glaube ich, so 20 Euro gekostet, die Originalgröße. Weiß ich jetzt nicht genau. Kann ich jetzt auch nicht großartig urteilen drüber. Fand ich gut. Hat die Haare nicht nachgefettet. Oft macht er die Haarkur mehr aus als Shampoo. Und bei der kleinen Größe, ich müsste das länger testen. Ja. Aber muss ich mir jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Fand ich gut, habe ich einfach andere Shampoos, die ich viel lieber mache. Trockenshampoo. Trockenshampoo für zwischendurch und zwar von Swift Opal. Mag ich mittlerweile nicht mehr so. Habe ich früher nur benutzt. Geht auch relativ schnell leer. Also ich finde das von Batiste hält ein bisschen länger. Von Batiste der Duft ist besser. Habe ich jetzt auch aktuell in Anwendung, das von Batiste in 2-3 verschiedenen Duftrichtungen. Ist aber trotzdem ein gutes Produkt. Es macht das, was es machen soll. Und zwar die Haare wieder frisch machen, wenn man mal einen Tag länger die Haare nicht waschen will, kann oder so. Ist nicht schlecht. Habe ich früher, wie gesagt, immer nur benutzt, plus die von Batiste, die sind einfach cooler. Wieder ein Produkt von Method auf pflanzenbasierenden Wirkstoffen. Das war ja diese Limited Edition von Johanna Basford, Hummingbird Garden, hat nach Blumen gerochen. Super schönes Design, deswegen habe ich es mir geholt. Da sind ja so Vögelchen drauf und Blümchen. Super schönes Design. War eine Schaumhandseife, auf Pflanzen basierend. Wieder das Gleiche, hat mir vom Duft nicht gefallen. Die Wirkung, die Waschwirkung hat mir nicht gefallen. Es hat
hättest du wirklich das Öl weggekriegt, wenn man zum Beispiel Make-up oder so noch auf der Hand hat, würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Also an und für sich, ja, sind es ja geile Produkte, weil es ja pflanzenbasierend ist, aber der Duft, das hat auch ewig angehalten auf den Händen. Na, eine meiner Lieblingsseifen. Antibakteriell, sanfte Reinigung zum Schutz der Haut mit Pathenol. Ich habe immer vor allem im Winter sehr, sehr trockene Hände. Das ist schon so gereizt, dass es manchmal so aufplatzt und so. Deswegen, da ich meine Hände einfach sehr oft wasche, antibakterielle Seifen mit einer rückfettenden Wirkung und Schutz vom Austrocknen. Finde ich super klasse, hole ich mir immer wieder nach. Auch diese Arztseife, die es auch von Balea gibt, hole ich mir sehr gerne ab und zu, wenn ich mal keinen Bock habe auf den Duft. Ist immer ein Backup. Schaumseife. Auch so ein blumiger Duft, paradiesisch blumiger Duft, Garten Eden. Super schönes Design mit diesen Flügelchen, Blümchen, Wahrheiten, in den Tischen, soweit ich weiß, bin mir jetzt nicht sicher. Hab danach auch nicht mehr geschaut, weil der Duft war jetzt wieder nicht ansprechend für mich. Das hält wieder so lange, dieser Blumenduft. An und für sich super Produkt. Wie gesagt, Schaumseife, ich liebe ja Schaumseifen, aber würde ich mir nicht mehr nochmal nachkaufen. Ich mag den Duft einfach nicht. Endlich aufgebraucht, die gibt es ja schon, es war glaube ich eine Limited Edition. Fluffy Balea Duschgel Marshmallow mit Marshmallow-Duft, war ein ganz sanfter Duft. Es war kein penetranter Marshmallow-Duft, aber trotzdem sehr süß, sehr, sehr angenehm, sehr verführerisch. Zuckrig ist der Duft von Marshmallow, steht mir da. Hat die Haut gut gepflegt. Der Duft war super. Würde ich mir auch wieder nachkaufen, aber ich teste mich bei Duschgel sowieso immer querbeet durch. Ich will immer was Neues testen, deswegen. Aber tolles Produkt. Da ist es wieder. Mein Hip Sensitive Waschgel, seifenfrei, keine Tränen. Ich liebe es, habe ich schon hunderte Bücher gekauft. Eine Maske, das habe ich zu Weihnachten bekommen und zwar alle drei Sorten. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gab, aber das war immer so ein Dreierpack in so einem Kartönchen. Waren drei Masken immer drin. Das war jetzt eben die Maske mit so einem Tiergesicht hier oben. Das hat auch voll süß ausgeschaut. Der Duft hat nach Granatapfel gerochen, Katzenmusteraufdruck, sanfte Pflegeformel. Die Maske war krass durchdrängt. Also es ist ungefähr so wie die Garnier Tuchmaske, die ich vorhin gezeigt hatte. Es war richtig durchdrängt, da war auch noch richtig Flüssigkeit. Das musste ich schon noch so ins Waschbecken wieder rauskippen, damit es nicht alles in meiner Tüte einsaut. Haut wird intensiv mit Feuchtigkeit versorgt, spürbar glatte Haut, fühlt sich erfrischt an. Aber Granatapfel, mit Granatapfel, genau. Das, was mir da jedenfalls nicht gefallen hat, ich habe das Produkt dann abgenommen. Es hat mich leicht irritiert im Gesicht, leicht gebrannt im Augeninnenwinkel, ganz leicht. Und wenn du die Maske dann abnimmst, das Gesicht hat komplett geglänzt, es war noch richtig durchfeuchtet. Ich habe es dann ein bisschen einwirken lassen und es war wie Honig auf der Haut danach. Es hat alles nur noch gebappt. Richtig schlimm gebappt. Also du bist mit den Fingern fast im Gesicht kleben geblieben. Die Masken sind übrigens vom Aldi. Der Cora-Masken. Das war so eine limitierte Edition. Ich konnte auch, glaube ich, diese 15 Minuten nicht durchhalten, dadurch, dass es so leicht gereizt hat. Ich habe es dann abgenommen, einmassiert. Hab dann diese Reste einfach draufgelassen und habe auch nicht lange durchgehalten. Ich musste dann, steht auch drauf, überschüssige Reste mit dem Wattepad entfernen, aber dann wäre immer noch diese Wirkung drauf und dieses klebende Gefühl. Ich musste es mir dann mit dem Gesichtswasser wieder runternehmen und habe am nächsten Tag sogar ein Flickerchen bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, weil es dann geklebt hat und so. Weil ich habe mich dann kurz hingelegt und vielleicht vom Kissen oder so. Aber jedenfalls habe ich dann ein Pickelchen bekommen. Ich probiere es nochmal aus. Ich habe ja noch zwei davon. Und dann noch zwei verschiedene Sorten. Also nochmal sechs Stück. Ich probiere mich nochmal durch. Kann noch nichts dazu sagen, was jetzt die Pflege angeht. Würde ich mir wahrscheinlich nicht mehr nachkaufen, wenn es denn noch gehen würde.
Aufgebraucht habe ich war in einer Box drin, ich weiß nicht jetzt mehr in welcher, Pinkbox oder Glossybox auf jeden Fall, regenerierendes Waschgel mit Blütenhonig, ist ja neu, diese neue Reihe Skin Active, ohne Parabene, ohne Silikone, ohne Farbstoffe, war ein super Duft für trockene Haut, hat die Haut ebenfalls nicht gereizt, wie mein Lieblings-Hip-Waschgel, ist aber sehr schnell leer gegangen, hat mir sehr gut gefallen. Also es sind ja Inhaltsstoffe mit natürlichen Ursprungs. Habe ich aktuell auch eine Tagescreme gekauft mit diesem Rosenwirkstoff. Habe ich aber noch nicht in Benutzung, liegt im Backup. War ein tolles Produkt, muss ich mal gucken, weil ich liebe mein Hip-Waschgel, habe ich jetzt mal aufgebraucht gehabt. Vielleicht probiere ich es nochmal aus. War ein und für sich ein gutes Produkt. Die bekannten No-Strips von Balea. Kennt man ja von YouTube, sind für den Nasenbereich effektive Lösungen für die Nase gegen Unreinheiten und Mitesser mit Aktivkühle für Unreinheiten und Mischhaut. Die finde ich super. Also die habe ich jetzt auch noch aktuell da. Die sind klasse. Mein Freund hat die auch schon benutzt, ist voll begeistert, weil du siehst, wenn du die aufträgst, wenn du sie abziehst, du siehst da richtig was drauf. Also ob es jetzt Härchen sind, was es mit rauszieht, kleine oder wirklich die Mitesser, man sieht da richtig, was da rauskommt. Und das ist so krass, das zieht wirklich horrend tief den Schmodder aus der Nase raus. Das ist echt krass, aber es tut auch richtig weh, wenn man es runterzieht. Heißt die Nase richtig sauer, also die Mitesser sind da rausgezogen, man sieht das richtig. Finde ich klasse, benutze ich immer wieder und kaufe ich mir auch immer wieder nach. Balea Aquatur-Maske fand ich super klasse, war mit Algenextrakt für feuchtigkeitsarme Haut, spendet und belebt Feuchtigkeit und frische Kick, war ein aquatischer Duft, war richtig angenehm, wieder das gleiche wie mit dieser No Drama Llama, schon die gleiche Form. Duft war super, Haut war richtig gut getränkt, würde ich mir immer wieder nachkaufen, wenn ich nicht schon 1000 Masken besitzen würde, gefühlte 1000 Masken, teste ich mich halt immer wieder durch. Duftmasken an und für sich sind ja super von Balea, würde ich mir auch nachkaufen. Endlich aufgebraucht, habe ich schon auch eine Weile, weil ich die ja überwiegend nur im Winter benutze. Norwegische Formel Deep Moisture Body Lotion Sensitive Parfümfrei für trockene und sehr sensible Haut, weil in der Zeit kriege ich so leichte, schuppige Haut, vor allem auch in den Armen, an den Knien, an den Ellenbogen, die Hände. Braucht man einfach sofort einziehen, 24 Stunden optimale Feuchtigkeit, die ist richtig reichhaltig, auch sensitiv, hat keinen starken Geruch. Parfümfrei, hat aber trotzdem, glaube ich, einen dezenten Parfüm, zieht sofort in die Haut ein. Tolles Produkt, liebe ich. Ich liebe norwegische Formel, also ich liebe Neutrogena allgemein, auch fürs Gesicht, auch die Handcremes. Neutrogena ist einfach geil. Würde ich mir auch wieder nachkaufen, aber wie gesagt, als Beauty-Junkie, da teste ich mich einfach viel zu gerne durch. Da gibt es auch gute andere Marken, aber Neutrogena an für sich kann ich jedem empfehlen. Schaut euch das mal an, wenn es euch interessiert. Theramed Complete Plus, tolle Zahnpasta, toller Pumpspender, Fluorid-Zahncreme, gegen Karies, Plak- und Zahnfleischprobleme, super Zahnpasta, ich mag auch die Handhabung, aber ich teste mich da einfach viel zu gern durch und immer wieder die gleiche nachkaufen, aber im Prinzip würde ich sie mir nachkaufen. Das ist zum Beispiel so ein Kandidat, das kaufe ich mir öfters nach, wenn ich mich nicht schon durchteste. Es hilft einfach gegen Empfindlichkeit auf den Zähnen, gegen Kälte, Wärme, es ist einfach super, Rohschmelz, ich liebe es, die hole ich mir immer wieder nach. Okay, Sio. Ein Haarspray von Schwarzkopf hatte ich in meiner Box, super Duft, super Zerstäuber, ganz fein, aber eben weil es dann so fein war, hat es für mich nicht den optimalen Halt, wie zum Beispiel mein Lieblingshaarspray von 3 Wettertaft. Hat auch 20 Euro gekostet, würde ich mir niemals, niemals für 20 Euro kaufen, weil ich davon einfach viel brauche, um meine Haare
standfest zu kriegen, dass es den ganzen Tag einfach auch in der Arbeit hält. Kriegt ihr wahrscheinlich auch im Friseurbedarfshandel, Laden, aber an für sich gutes Produkt. Also ich war richtig begeistert von dem Produkt, ging bei mir aber recht schnell leer. Mag ich sehr gerne die Produkte, vor allem wenn man sehr, sehr, sehr trockene Haut hat und dann auch eben schon Schuppenflechte und Neurodermitis. Das habe ich oft immer im Winter an meinen Armen. Omega 12, also Omega 12%, medizinische Hautpflege, pH-Wert 5,5, versorgt die Haut nachhaltig mit Lipiden und Feuchtigkeit, zieht leicht und vollständig ein, ohne Farbstoffe, ohne Alkohol, Minerale, ohne Silikonöle. Sehr, sehr reichhaltiges Produkt für sehr trockene Haut, kann ich nur empfehlen, habe ich gerne aufgebraucht. Ich mag bloß den Duft jetzt nicht gerne, weil es so ein bisschen medizinisch halt riecht, aber er hat eine tolle Wirkung, würde ich mir auch wieder nachkaufen, wenn ich wieder Probleme habe. Meine Lieblings-Caps, Ariel 3 in 1 Pots, Lieblings-Pots von Ariel, Color and Style. Ich liebe den Duft von Ariel Pots. Die lösen sich komplett auf, die kennt glaube ich schon jeder, machen die Wäsche richtig sauber, auch bei 30 Grad. Ich liebe den Duft einfach, der hält so lange, die ganze Wohnung riecht nach diesem Duft. Und da kann einfach kein Waschmittel bisher mithalten. Ich habe jetzt aktuell aus meiner Putzbox von DM, die es vor ein paar Tagen dort noch gab, zu erwerben gab, habe ich die Lenore Pots drin. Die werde ich mal noch probieren, weil ich mag Lenore Duft eigentlich auch sehr gerne. Aber nichts kommt über meinen Ariel Duft und ich liebe auch die Pots. Man kann nicht zu viel, nicht zu wenig benutzen und ich liebe es. Manchmal tue ich sogar zwei rein, wenn ich einfach sicher gehen will, dass die Wäsche auch wirklich sauber geht. Das ist meine Lieblingspflegeserie. Die gibt es ja schon eine Weile im Handel. Gesichtswasser, kostbare Blüten, einmal mit Rosen- und Jasminextrakt, trockene und sensible Haut. Ich liebe den Duft, ich liebe die Wirkung, ich liebe diese Geschmeidigkeit auf der Haut. Es ist ein Nachkaufprodukt. Ich liebe, liebe, liebe es. Hab's immer da. Aktuell benutze ich noch das Rosenwasser von Rosens. Habe ich hier die Verpackung. Kennt jeder, kostet ungefähr 15 Euro, je nachdem wo man es holt. Aber das habe ich immer da, weil ich diesen Geruch so liebe, habe ich mir schon bestimmt 3-4 Mal nachgekauft. Genauso wie danach, weil ich ja keine Cremes benutzen konnte, habe ich dann die Reinigungsmilch verwendet. Und diese Maske in der Tube habe ich auch daheim. Die ist dann nochmal reichhaltiger, wenn man dann wirklich den letzten Schmodder noch rausziehen will mit dieser reichhaltigen Creme. Das sind wirklich zwei ganz, ganz tolle Produkte. Ich liebe es. Das Produkt, das habe ich immer mitgebracht. L'Oreal Man Expert Neu Barber Club Bartöl, Haut und Bart. Bändigt und pflegt den Bart ohne zu fetten, beruhigt Juckreiz und pflegt die Haut mit ätherischen Zedern, Holzöl ohne Silikone. Und der Duft ist der Hammer. Da war ein Tester dort, habe ich geschnuppert und dachte mir, wie geil. Wenn ein Bart danach riecht, das ist richtig männlich, Zedernholz, holzig, Holzfäller, riecht richtig gut. Und ich habe mir das natürlich, da er sich dann rasiert, bleibt das Öl dann natürlich stehen. Ich habe mir das auf meine Haarspitzen aufgetragen, über Nacht. Die Haare waren butterweich, hat die Spitzen richtig schön geschmeidig gemacht, wie es halt Öl eben macht. Aber das ist ja, wenn es im Bart Haar gut tut und geschmeidig macht, dann ist es für die Haarspitzen optimal. Das war ja quasi dann dieser Rand außenrum war. Und es ist mein Lieblings-Bronzer für den Preis. Und die Größe, ihr seht ja, das ist ja ewig groß. Hält ewig lang und ich habe es tatsächlich schon nachgekauft und habe schon einen großen Hitzepen drin. Das ist die Nummer 01 Natural von Essence Matt Bronzing Powder für ein sonnengeküssten Teint. Perfekt für leichte, helle Hauttypen. Dieses Produkt, das gibt es auch im Sortiment, also ganz normalen Standardsortiment. Sun Club Matt heißt das Bronzing Powder, kannst du empfehlen. Das ist optimal für solche bleichen Typen wie mich, dass man dann ein bisschen Farbe ins Gesicht bringt und nicht so blass aussieht. Hammer, Hammer. Kaufe ich mir immer wieder nach. Noch ein tolles Produkt. Das ist mal ein richtig geiles Produkt für Schuppenflechte und Neurodermitis geplagte. Der Duft ist toll, juckreizhemmend oder mindert, rückfettend,
für Säuglinge, Kinder und Erwachsene, ohne Duftstoffe, ohne Parabene. Es ist super. Und es ist eben von La Roche-Posay. Ich liebe diese Firma, wenn man eben auf gute, hochwertige Serien greifen möchte, kann ich das nur empfehlen. Sweet Apple Pie von Trackamore. Ich liebe Trackamore. Ich habe, glaube ich, gefühlte 100 Duschgele von Apple Pie, von Tracker Moon, die nehmen ja so viel Platz weg. Limited Edition, die halt dann immer zur Saison rauskommen. Das war jetzt eben Sweet Apple Pie. Der Geruch war richtig, richtig geil von Äpfel. Wenn Äpfel küssen könnten, ich höre sie flüstern, bla bla bla. Für trockene Haut, Duft war mega super. Habe ich jetzt bloß schon sehr, sehr, sehr lange und habe es jetzt mal ausgemistet. Und bei meiner Problemhaut, auch wenn es für trockene Haut ist, bei meiner Problemhaut hat es dann eben nicht die Wirkung gehabt, die ich haben wollte. Es hat dann eigentlich nur noch mehr gejuckt auf meinen Armen. Warte, Betz. Ein paar Masken habe ich aufgebraucht. Ganz fleißig. Kokostraum von Shebens. Ich bin so happy, dass ich die habe. Ich habe ja noch die zweite Hälfte. Rossmann Edition 2017 war nur bei Rossmann erhältlich, scheinbar. Sanfte Peelingkörner sind da drin. Es riecht sehr angenehm nach Kokos. Wirklich sehr cremig, kokoshaltig, verwöhnt, pflegzart. Das Gesicht wird gereinigt. Danach ist es so butterweich. Ich liebe es. Wenn es noch gibt, würde ich es mir jederzeit nochmal nachkaufen. Das müsste dann auch Shebens sein. Die untere Hälfte, das war nämlich eben die Erdbeermaske, war, der Duft war super, reinigt Poren tief, war klasse. Kann ich jetzt nicht viel zu dazu sagen, Schemesmasken sind eigentlich alle super, würde ich mir auch immer wieder nachkaufen, das war wirklich ein tolles Produkt. Die eine Hälfte sieht man jetzt leider nicht genau, welches es war. Das war die Limited Edition Chai Latte, soweit ich weiß. Habe ich noch die zweite Hälfte da. Der Duft war nicht so meins. Ich liebe Chai Latte zum Trinken, aber ich muss es nicht auf meinem Gesicht haben. Die Wirkung war okay. Da sind die Schemesmasken ja deutlich besser als die von Balea. Ich habe keine Pickelchen davon bekommen. Es hat nicht gebrannt. Es hat sich wunderbar aufgetragen. Aber der Duft hat mich einfach sehr gestört. Das war zu lange einfach. 10 Minuten ist zu lange für diesen Duft. Neutrogena. Handcreme. Perfekt für trockene, angegriffene Winterhände. Neutrogena, habe ich ja schon gesagt. Liebe ich die Produkte. Zieht sofort ein, pflegt. Es brennt nicht auf der Haut. Ich teste mich aber trotzdem immer bei Handcremes durch, weil du hast ja ständig in jeder Box fast in der Winterzeit in die Hand gehen. Und da gibt es einfach auch andere gute, würde ich mir jetzt aber trotzdem nachkaufen, wenn ich nicht wüsste, welche ich mir wiederholen will, weil der Duft ist halt neutral, zieht sehr schnell ein und die Hände fühlen sich dann auch butterzart an. Meine Lieben, ist mein Lieblingsdeo. Ich liebe es, habe es mir schon auch gefühlt tausendmal nachgekauft. Man braucht nicht viel davon, es ist so ein Pumpzerstäuber. Es ist sehr giebig. Ich liebe diesen Duft. Es ist aquatisch. Nein, nicht mal aquatisch, es ist einfach sportlich frisch, so riecht das. Aber medizinisch. Und man schwitzt davon, finde ich nicht, oder weniger. Man hat keinen Körpergeruch. Und es riecht trotzdem den ganzen Tag frisch. Hemmung von Geruchsbakterien und ohne Aluminiumsalze und besonders hautverträglich. Nach dem Rasieren, muss ich sagen, tut es ein bisschen brennen, weil der ist Alkohol enthalten. Aber ich liebe dieses Deo. Ich werde es mir immer wiederholen, vor allem im Sommer. Jetzt im Winter kann ich auch andere Deos benutzen, aber im Sommer, wenn man so stark schwitzt. Hat auch übrigens Ökotester gut. Hammerprodukt. Empfehlenswert. Aufgebraucht Tüte gelandet sind. Ich habe bestimmt schon viel, viel mehr davon aufgebraucht. Ich kaufe sie mir schon seit so, so vielen Jahren und ich hoffe, es geht nie aus dem Sortiment. Kann man es erkennen? Das ist ein flüssiger Augenbrauenstift, der von Catrice Long Lasting Brown Definer. Das ist
in der Farbe 020 Flashy Brows. Das ist der hellste Ton. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, noch einen dunkleren. Es gibt nur zwei. Das ist so ein Applikator wie beim Kajalstift. Es ist quasi wie ein flüssiger Kajalstift, bloß in so einem geilen, aschigen Ton. Das passt perfekt zu meinen Augenbrauen. Perfekt, hat die gleiche Farbe. Man kann so definieren, man kann die Augenbrauen so geil ausmalen, man kann sich einzelne Härchen fein nachmalen, weil es ja ein flüssiger, wie ein flüssiger Kajalstift ist. Man kann so eine dünne, präzise Miene, so gut. Ich liebe dieses Produkt. Es hält recht lange, besser als irgendwelche Augenbrauenstifte in Stiftform, aber ein großer Verschleiß, weil ich mache ja täglich meine Augenbrauen. Das sind für mich wirklich die besten Abschminktücher, die ich je gekauft habe, und ich habe schon einige probiert. Mein Lieblingspuder von Essence, ich trage es wunderbar, es mattiert wunderbar mein Make-up-Grundlage, es mattiert mein Näschen, das ist ganz zart, es ist günstig und es ist sehr ergiebig und hält auch gut lange. Ich habe tatsächlich schon mehrere davon aufgebraucht. Und das Catrice, ist jetzt noch ein bisschen am Rand was drin. Das ist das Healthy Look Mattifying Powder Translucence. Luminous Light 010 ist die Farbrichtung. Mattierendes Puder in 4 perfekt abgestimmten Farben. Also es ist quasi wie so ein Camouflage-Puder gewesen. Mit 4 verschiedenen, auch im Rotton. Und wenn man das dann zusammen vermischt mit der Puderquaste oder mit dem Puderpinsel, sieht das wunderbar, den Hautton, den eigenen anpassen. Lässt den Teint gesund und frisch aussehen, verspricht zumindest und tut es auch. Aber ich habe aktuell einfach das lieber von Essence. Das mag ich einfach sehr, sehr gerne. Es sind aber zwei trotzdem sehr, sehr gute Nachkaufprodukte für ein leichtes Puder. Das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt das ein oder andere Produkt für euch wiedergefunden oder einfach irgendwas entdeckt, wo ihr sagen würdet, das würdet ihr auch gerne ausprobieren. Ich hatte hier eigentlich überwiegend wirklich gute Produkte. Ich teste mich sehr gerne durch. Ich freue mich, dass ich jetzt den ganzen Müll endlich wegschmeißen kann und wieder Platz habe für neue Aufgebrauchprodukte. Das geht eigentlich recht schnell bei meinem Beauty-Sucht, Kaufrausch, Verbrauch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund, lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.